Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu Let It Snow, unserem winterlich-weihnachtlichen Minecraft-Let's Play. Ich find's cool, ich finde den Namen cool. Ich weiß, es ist total unkreativ, aber den Namen finde ich wirklich cool. Ja. Wir müssen auch ganz viel Steine brennen. Wir brauchen ganz viel Kohle. Ich glaube, da hinten war noch mehr Kohle drin, oder? In der Wand und so. Das wird mich so nerven. Ich weiß es jetzt schon, dass es mich so nerven wird. Dass ich das nicht drüber ziehen kann, sondern klicken muss einzeln. Das gefällt mir nicht. Nein, nein, nein. So, Gesundheit. Ich habe mal Freud, glaube ich, angesteckt. Der ist jetzt mich auch krank. Ja, so ist das. Passiert. Muss er jetzt durch. Ich hoffe nur, er steckt mich nicht wieder an. Das ist immer dieser ewige Kreislauf. So, wir haben Zeus. Das ist sogar fertig mit Brennen. Dann kann das Hühnchen da erstmal rein. Und dann holen wir auch noch mehr Steine und mehr Kohle. Und dann passt das schon. Ach, warte. Ich wollte gar nicht da. Ich wollte mal hier in die andere Richtung. Ich wollte hier gucken. Wir haben jetzt hier den Baum weggemacht. Gucken wir doch mal, was hier so ist. Geht's einfach cool runter. Sehr groß sieht es aus. Das ist ungünstig. Das war hier so nicht direkt. Aber kein Problem, wir können selber eine Treppe basteln. So, gucken mit den Fackeln. Da ist auf jeden Fall auch Kohle drin. Da ist noch ein Eisen. Nicht im Augenwinkel gesehen, das darf man nicht verpassen. So, wir wollten jetzt in dieser Folge auch ein bisschen weihnachtlicher reden. Und meine Stimme, es gibt's nicht. Ist so kratzig, mein Hals gerade. Aber es geht ja nicht anders. Ich muss ja aufnehmen. Ich muss ja. Also ich muss nicht. Ich möchte ja aufnehmen. Und ich muss nur jetzt aufnehmen, weil ich das anders zeitlich nicht schaffe und so. Das ist das einzige Muss bei der ganzen Sache. Oh, da geht's tief runter. Oder geht's da tief runter? Oder ist ja, es ist Sackgasse, ne? Ja, es ist Sackgasse. Aber da war ein Höhengeräusch. Vielleicht in dem Nebengang. Den wir eben schon gesagt haben, wenn jetzt ein Creeper von oben auf mich raufkommt, ne? Bin ich sowas von am Arsch. So. Ja, wie sieht's denn bei euch aus? Eure Weihnachtsplanung und so. Wie weit seid ihr schon? Oder fangen wir dann ab den Adventskalender? Ich habe mir einen ganz einfachen geholt. Also nicht ganz einfach, aber weil ich nicht so der Schokoladentyp bin, habe ich mir einen von Kinder Friends geholt. Echt ganz schön. Haben wir mal so ein bisschen Abwechslung. Ich mag die Sachen. Das ist wie Kinder Country, Schokobons und so ein Zeugs. Das esse ich eigentlich ganz gerne. Und ich finde es schön, wenn man da eine Abwechslung hat. Und nicht jeden Tag dasselbe. Ja. Und, ich gehe morgen nochmal groß einkaufen. Oh, da ist eine Hülle. Werde nochmal groß Süßigkeiten einkaufen, weil ich habe einen selbstgebastelten Kalender für meinen Freund. Der muss halt nur noch gefüllt werden. Das ist eine komische Höhle. Das ist eine doofe Höhle. Blöde Höhle. Aber die Höhle hat Kohle. Und wir brauchen Kohle zum Steinebrennen und generell zum Brennen. Ja. Ich glaube, das wird ganz lustig. Das wird schön. Ich freue mich auch am Sonntag zu meiner Familie fahren. Das wird auch schön. Der zweite Advent. Gestern den ersten, mehr oder weniger, habe ich den verpasst. Ja. Heute habe ich dann ein Adventskranz gekauft, gebastelt, dekoriert, wie auch immer man das sagen soll.
Ich habe halt das Gestänge dafür gekauft und da hatten Kerzen drauf und ein bisschen dekoriert und sowas. So, ja. Es ist Nacht, wir müssen schlafen. Anna freut mich auch, ein bisschen Kerzen dann anzünden. Was haltet ihr denn von Kerzen? Ich liebe Kerzen. Kerzen sind total toll. Habe ich jetzt alles Kohle verbrannt? Ich bin so blöd. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum ich so viele Fackeln habe. Fackel, ey. Ah, hier war ja noch Kohle, ne? Gott sei Dank, sei bitte eine größere Ader. Naja, wir brauchen erstmal in den nächsten Aufnahmen keine Fackeln machen. Das ist da auch schön. Und die Ader ist größer, das ist auch gut. Ich hoffe, die ist noch größer. Ansonsten, wenn hier weiter nichts ist, müssen wir dann nochmal den anderen weiter erkunden. Den anderen Platz, den wir vorher hatten. Oder versuchen uns nochmal was Neues. Mal gucken. Aber wir brauchen hier ganz viel Zeug, weil ich möchte direkt von Anfang an hübsch bauen. Ich bemühe mich auch symmetrisch und synchron und all so ein Scheiß zu bauen. Bin ja nicht so das Bautalent, aber ich werde mir diesmal sehr viel Mühe geben. Also ich gebe mir immer Mühe, aber naja. Nicht immer mit so viel Erfolg sein. Was ist das schon wieder? Sackgasse. Ja, also das Ding hier ist. Oh, da ist ja noch Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle ist immer toll. Wir werden so viel Kohle brauchen. Ist ja auch schade, dass es nicht ein Sieben ist. Das bunte Glas finde ich auch sehr cool. Das muss ich schon sagen. Das finde ich sehr geil. So, so, so. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ach ja, ich war beim Thema Kerzen, ne? Kerzen. Kerzen sind geil. Ich liebe Duftkerzen, sind toll. Aber auch generell, ich mag das Licht von Kerzen. Aber auch das Licht von Lichterketten. Ich finde das so schön. Ich mag die Weihnachtszeit besonders wegen den ganzen Lichterketten. Dieses warme, herrliche Licht. Ich finde das super. Sieht uninteressant aus. Da hinten ist ein Dschungel. Wahrscheinlich sei es nur ein einzelner Baum. Ist, glaube ich, aber nicht. Ist doch recht groß, das Schneebiom hier. Ich dachte, es wäre ein bisschen kleiner. Also ich hatte befürchtet, dass es kleiner ist. Aber es ist cool, dass es so groß ist. Das mag ich. Gibt es Birken und Eichen. Ich finde es auch ganz cool, auf 1.4 zu spielen. So, alte Version. Irgendwie ich habe das Gefühl, es sieht alles ganz anders aus, die Biome. Aber ist bestimmt auch so. Bilde ich mir bestimmt nicht nur ein. Ja, zum Thema Kerzen kann ich noch sagen. Ich war heute bei Karstadt und habe da so geile Kerzen gekauft. Die heißen Yankee Candle. Und ich habe schon eine amerikanische YouTuberin darüber reden gehört. Die war da auch so begeistert von. Und ich muss sagen, ich kann diese Begeisterung nur teilen. Es ist einfach so geil. Es waren die meisten Düfte, die sie jetzt da hatten, haben mir nicht gefallen. Das war ganz viel weihnachtliches Kram. Aber es ist nicht so, dass die schlecht gerochen haben, sondern die einfach nur zu herb, zu intensiv waren. Halt die Arten der Gerüche. Aber die Kerzen an sich sind echt genial. Also wirklich. Das ist schon einfach cool. Und ich habe mir halt zwei gekauft. Einmal sizilianische Zitrone. Und Summer Jam oder irgendwas, was wie. Oh, wir haben einen Cave gefunden. Was wie Erdbeereis riecht. Es ist so geil. Es riecht so nach Sommer, nach Erdbeereis. Und das Zitronenzeug ist halt so erfrischend und ist auch einfach nur cool. Ich find's cool. Manche würden bestimmt auch bei dem Zitronen-Dings das sagen, so wie mein Freund, es riecht nach diesen Tupper-Anti-Mückenkerzen. Aber das finde ich gar nicht mal. Ich finde, das riecht toll. Sonst hätte ich es noch nicht gekauft. Ah, kann ich nur empfehlen, wenn ihr auf Kerzen steht. Könnt ihr mal vorbeigehen. Die haben da echt so viele Düfte, also ich finde es krass. Sogar eine eigene Tante für die Kerzen da. Das fand mich ein bisschen überrascht, weil es sind halt nur Kerzen. Die
kommt er an, ja, hier, kann ich Ihnen helfen? Und ich so, nee, ich rieche mich hin und durch. Was soll die mir helfen? Soll sie mir jetzt sagen, dass sie die und die Kerze besonders toll riechend findet? Ja, aber das bringt mir ja auch nichts. Jeder hat ja einen anderen Geschmack. Fand ich ein bisschen überflüssig. Und sie muss mir jetzt auch nicht erklären, wie man eine Kerze verwendet oder so. Also von daher, ja, wie gesagt, ich finde es überflüssig. Aber hey, okay, ne? Ich meine, es ist ein Arbeitsplatz mehr auf der Welt. Ist doch auch schön. So muss man das ja auch mal sehen. Es ist ganz cool, dass wir einen Spawner gefunden haben. Und direkt hier so Bücherzeugs. Und hier sind wir auch schon wieder in der Sackgasse. Dann mache ich hier noch die Hülle leerräumen. Und dann gehen wir zurück. Und dann ist, glaube ich, auch diese Folge schon wieder vorbei. Glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon. Bis dann kommt. Nee, aber es fand ich cool. Ich freue mich einfach so. Ich habe es heute endlich geschafft, ein bisschen zu dekorieren. Bin so stolz auf meinen Adventskranz, weil es auch mein eigener erster ist. Ich wohne zwar schon länger nicht mehr zu Hause, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, einen Adventskranz zu bauen. Also zu machen, hinzustellen, wie auch immer. Weiß ich nicht. War ich jetzt nie so, habe ich so nie mehr Gedanken drüber gemacht. Lichterketten aufhängen und Weihnachtsmänner aufstellen und so ein Scheiß, klar. Aber naja. Ich finde es einfach schön. Das ist einfach schön. Das macht es gemütlich und kuschelig. Ich glaube, ich werde mir gleich auch noch irgendwie eine Kerze anmachen. Mal schauen. Ich habe auch noch so tolle Kerzen von Ikea. Kennt ihr die Ikea-Kerzen? Die sind auch geil. Die Ikea-Duftkerzen. Ich mag diese mit dem Früchteduft. Das ist ja auch cool. Gibt es ja auch Teelicht davon und normale Kerzen. Ich habe da auch Teelicht davon, aber ich habe auch die großen im Glas. Die riechen auch toll. Leider habe ich keine Badewanne hier in der Wohnung. Aber das finde ich am schönsten. Baden und dann Kerzen anmachen und so tolle, teure Badetütchen. Hier dieses Erholung, Entspannung und so ein Scheiß. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was für eine Sorte das ist. Das sind mal diese Einzeltütchen, die es da gibt. Die riechen auch mal so schön, machen das Wasser so schön bunt und ich glaube, ich habe leicht die Orientierung verloren. Ich glaube, es geht. Ich glaube, wenn wir jetzt hier gerade ausräumen, müssen wir. Oh, sogar müssen wir genau in unserem. Müsste das der Teil der Wüste sein, wo unser Haus dann kommt in der Ecke. Ich muss mal gucken, ob. Ich gucke gleich mal, wenn ich das Haus. Den Hausplatz gefunden habe, wenn ich auch uns Markierungen setzen können. Ja, ich glaube, das ging hier lang. Aber da. Da drüben. Ich sehe mein Feld auf der Minikarte. Ha, sehr praktisch. Du fast ins Loch gefallen. Yay. So. Kohle rein. Kohle, 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 Kohle. Da war sogar eine Schallplatte bei. Wie cool. Zweimal. Das ist FMG. Zweimal Stärke. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. So. Wir werden uns jetzt hier. Noch einen Ofen bauen, den da drauf setzen, die da rein, das da rein. Und das kommt alles da rein. Kakaobohnen, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Wir haben viel zu viele Fackeln, aber egal. Schadet ja nie. Wir haben schon ganz viel Eisen, das ist cool. Können wir jetzt schon direkt ein bisschen Rüstungszeugs machen. Das ist ja immer ganz gut. Wenn man das hat. Cool. Aber sogar komplette Rüstung schon. Das ist doch geil. Das läuft doch richtig gut hier für uns, würde ich sagen. Ach, ich habe Sphex drin. Sie erkennt seine Rüste. Das war so jetzt noch gar nicht richtig aufgefallen. Er ist so das Einzige. Ich jetzt ist durchs Kranksein. Ich bin halt auch nicht so aufmerksam und so. Schwimm dich ins Eis. Blöde Oktopus, da stirbst du, ne? Er ist gestorben. Gib mir deinen Tintensack. Gib mir deinen Tintensack. Dankeschön. Ich meine, gratis Farbe, ne? Gratis Zeug sollte man immer mitnehmen. Bin ich der Meinung. So. Ach ja, ich freue mich. Ich finde es einfach toll. Ich finde die Weihnachtszeit so toll. Und ach, also zu Weihnachten ist einfach immer nur alles toll. Im Dezember ist alles toll. Das Wetter ist scheiße, egal. Es ist einfach nur toll. Ich finde es toll. Hier.
Die Sonne geht gleich unter. Und ich weiß es nicht. Kann sein, dass sie ein bisschen kürzer ist als die andere Folge oder ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Ich muss mal ein bisschen genauer drauf achten. Und wie gesagt, ich gucke dann, dass ich die Tage dann auch mal immer wieder mal ein bisschen PvP wieder mache. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Kira.